Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal New Strong Business. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um Bitcoins, denn ich stelle eine Plattform vor, wo du deine Bitcoins kaufen kannst, verschicken kannst, verwalten kannst und gleichzeitig traden kannst. Und das Ganze ist noch zudem super sicher und ist in Deutschland angemeldet und mit einer deutschen Bank verbunden, so dass du volle Sicherheit hast und keine Probleme hast. Wenn du mehr erfahren möchtest, bleib dran. Ja Leute, wie ihr schon seht, geht es um bitcoin.de. Mein absoluter Favorit, wenn es um Bitcoin kaufen und verkaufen geht. Denn wir haben hier einen Marktplatz integriert, wo wir direkt Bitcoins kaufen und verkaufen können. Und das in Sekundenweise. Der nächste Vorteil ist natürlich, dass bitcoin.de in Deutschland registriert ist. Wie wir hier das mal im Impressum schauen können. Als Bitcoin Deutschland AG angemeldet in Herford. Also wir haben hier eine deutsche Gesellschaft, so dass alle Fragen und Nöte direkt geklärt werden können. Der nächste Vorteil ist natürlich, dass wir uns hier mit einer deutschen Bank verbinden können, mit der Fidor Bank, wo wir gleichzeitig Geld einzahlen können und dass darüber unsere Bitcoins erwerben können und genauso verkaufen können. Also super einfach und super simpel, und sobald wir uns da bei der Fidor Bank identifizieren, sind wir gleichzeitig auch bei bitcoin.de verifiziert, so dass da ein Expresshandel möglich ist. Dann bekommt ihr auch noch von der Fidor Bank eine kostenlose Mastercard Gold, die kann ich euch hier einmal zeigen. So sieht das aus, ich verdecke einfach mal meine Nummer und mein Namen, wobei ich mich erkennt, alles gut. Der nächste Vorteil ist natürlich, die Fidor Bank ist komplett kostenlos, also da kommen keine Kosten auf euch zu und das Ganze ist sehr transparent. Das nächste ist natürlich, was bitcoin.de als Vorteil bietet, ist, dass hier eine geprüfte Bitcoin-Bestände von einer von einem Wirtschaftsprüfer jährlich erfolgt, so dass wir uns sicher sein können, dass auch die Bitcoins, die wir hier oben stehen haben, auch wirklich verfügbar sind für uns. Ja, ja, was wollte ich euch noch zeigen? Natürlich, einmal einzahlen, auszahlen. Wie funktioniert das Ganze? Also, wenn wir uns Bitcoins erwerben möchten, gehen wir auf den Marktplatz und sehen hier, zum aktuellen Kurs von 2.393 Euro, jetziger Stand 22.07. könnt ihr euch Bitcoins erwerben, und das Ganze ist wirklich einfach. Ihr seht hier auf der linken Seite die Bitcoins, die ihr kaufen könnt, und auf der rechten Seite sehen wir hier die Leute, die Bitcoins, denen wir Bitcoins verkaufen können. Ja? Ja, natürlich, kaufen ist immer etwas teurer, da wird auch mehr verlangt, und verkaufen ist etwas günstiger. So, ja, wie würden wir hier vorgehen? Wir können beispielsweise auch direkt sehen, aus welchem Land wird das Ganze hier angeboten. Zusatzinfo ist hier beispielsweise auch der Expresshandel, wenn wir uns mit der Fidor Bank verbinden. Und ja, wenn wir beispielsweise, hier können wir auch noch die Mengen sehen, was Minimum gekauft werden muss. Also was der Anbieter hier als Abnahme, als Minimum anbietet. Und wenn wir hier dann auf Kaufen drücken, dann erscheint das Ganze so, dass wir dann, sagen wir mal, uns ja, von der Fidor Bank eine bestimmte Summe reservieren können. Wenn ihr jetzt eure Fidor Bank Konto bis 2000 Euro gedeckt habt, dann könnt ihr 2000 Euro anklicken oder einfach eine Wunschsumme anklicken natürlich, und dann beispielsweise, es reicht schon, wenn ihr für eine Stunde oder für 4 Stunden anklickt, reservieren. Ja, mein Konto ist jetzt, denke ich mal, soweit nicht gedeckt, darum wird das Ganze hier nicht funktionieren. Da sehen wir auch schon, verfügbares Guthaben reicht nicht aus für die Reservierung, das heißt, das Konto muss wirklich auch gedeckt sein. Und dann könnt ihr natürlich direkt einen Expresshandel durchführen. Oh, jetzt sind wir gerade woanders. Marktplatz. Und da einen Expresshandel, wobei ihr dann direkt eure Bitcoins hier in eurer Wallet sehen könnt.
Also echt flexibel und echt ganz einfach, wie man sich hier wirklich die Bitcoins erwerben kann. Das gleiche geht natürlich, wenn wir können uns hier Sachen einstellen. Wir können sagen, wir möchten ein Bitcoin zum Einkaufspreis von, was war der Kurs momentan jetzt letzte Woche, am letzten Wochenende auf 1600 knapp gefallen, und dann sage ich, dann möchte ich das kaufen. Ja? Natürlich ist das Ganze mit Gebühren verbunden beim Kauf und Verkauf. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und verkaufen ist genau das gleiche. Also wir können sagen, wir möchten ein Bitcoin verkaufen und das zu einem Verkaufspreis von Minimum 2500 Euro. Ja? Das Ganze ist auch mit Gebühren verbunden. Schauen wir uns mal die Gebühren an. Ja? Also wenn wir beim Expresshandel kaufen möchten, dann kostet uns das Ganze 0,4% Gebühr für den gekauften, für die gekaufte Summe, ja. Also es ist nicht sehr wenig, aber wir haben wirklich ganz schnell unsere Bitcoins hier und können das Ganze weiter handeln und traden. Eine Standardüberweisung, wenn man jetzt außerhalb der Fidor Bank macht, kostet das Ganze sogar 0,5%. Also müsst ihr euch entscheiden, was ihr da wirklich für richtig haltet. Und hier sehen wir auch nochmal so einen Kreislauf, wie das sich für den Käufer und Verkäufer verhält und was sich da bitcoin.de beibehält an Gebühren. Ja, das könnt ihr euch, wie gesagt, bei Interesse alles genau ins Detail anschauen und das Ganze ausrechnen, wie viel Gebühren ihr auf welche Summen bezahlen müsst. Dann möchte ich einmal noch zeigen, wie können wir jetzt Bitcoins, gekaufte, erworbene Bitcoins auf andere Plattformen und andere Wallets transferieren. Dazu gehen wir hier unter den Menüpunkt meinbitcoin.de und gehen auf Ein- und Auszahlungen. Ich habe schon mal Auszahlungen getätigt und die müssen hier gleich angezeigt werden. Sieht man jetzt nicht. Okay. Und zwar Einzahlung haben wir direkt als ersten Punkt hier ausgewählt. Wir können das über den QR-Code machen, den einscannen, und dann wird diese Adresse direkt über diesen Code generiert. Oder ihr könnt sagen, ich möchte jetzt hier auf diese Wallet was einzahlen, dann ist das eure Bitcoin Wallet-Adresse, wie ihr hier Geld einzahlen könnt. Also das heißt, wenn ihr auf einem anderen Wallet Geld liegen habt und möchtet es hier nach bitcoin.de transferieren, dann nehmt ihr diese Adresse, kopiert ihr da rein, wählt die Summe der Bitcoins und dann wird das Ganze hier transferiert. Auszahlungen funktionieren ähnlich. Dazu habt ihr dann die Auszahlungsadresse, die ihr von der anderen Wallet nehmt, gebt hier den Betrag. Ich glaube, ja genau, da geht es um Bitcoins, richtig. Also nicht den Euro-Betrag, sondern hier geht es wirklich um den Betrag der Bitcoins. Und die Empfängeradresse, die ihr von der anderen Wallet als Empfängeradresse nimmt und wählt sie hier rein. Dann das aktuelle Passwort von eurem bitcoin.de, fragt ihr ein. Und das Ganze, was ich dazu vergessen habe zu sagen, ist die Sicherheit. Also bei bitcoin.de habt ihr wirklich exzellente Sicherheit. Ich habe hier die Passworttabelle gewählt, die ist wirklich super sicher. Ihr kriegt dann eine Tabelle per PDF. Diese könnt ihr euch ausdrucken und immer hier eintragen. Das ist so eine Identifikationsnummer, wo ihr dann die ganzen Sachen auslest und könnt das alles hier eintragen, wie ihr das vielleicht schon vom Girokonto kennt, als so eine Tarnliste, die ihr zugesandt bekommen habt. Und ja, ist super sicher. Dann gibt es natürlich auch das Zwei-Faktoren Identifikation, um sich hier anzumelden, und das Ganze ist auch noch bei Ein- und Auszahlungen mit einer SMS verbunden. Ja, genauso auch die Fidor Bank wird per SMS dann alles durchgeführt. Also das Ganze ist hier wirklich super transparent. Natürlich fallen hier Gebühren an und die halten sich, wie gesagt, in Grenzen. Das kann man alles verkraften. Und ich bin selber davon überzeugt, werde euch in den nächsten Videos zu Bitcoin viele anderen Tricks zeigen, wie man sich hier verhält, beziehungsweise auch
wie man anders noch Bitcoins verweilen kann. Denn ihr wisst, am 1. August ist die Entscheidung, ob da jetzt das Ganze gesplittet wird oder nicht. Dazu möchte ich euch nochmal ein Video einblenden in den Kommentaren, damit ihr genau auf dem aktuellen Stand seid, was am 1. bis zum 1. August getan werden muss und was da genau auf uns zukommt. Wenn ihr noch nicht informiert seid, dann schaut euch das auf jeden Fall bitte an. Ich werde das extern machen, da es Leute gibt, die das wirklich super erklären und sehr verständlich machen, was genau da auf uns zukommt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Bitcoin-Erwerben und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt mir Kommentare und Wünsche und Fragen, die ihr habt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.